Atomausstieg und Benzinpreis von 2,50? Gut, es waren 5 Mark, die uns die Grünen einst angekündigt oder versprochen hatten. Da gab's einen riesen Aufschrei und Spektakel. Hörte sich ja auch noch viel schlimmer an als 2,50, stimmt's? Und wir werden uns dran gewöhnen, wie an alles, was so peu à peu geschieht. Zwar auch immer die gleichen Rituale der Politik erleben, wie die Preisabsprachen und die Kartelle überprüfen und kontrollieren und so ein Zeugs alles. Auch werden wir verstärkt die Tankstellen aufsuchen, die noch einen Cent billiger sind. Diejenigen, die an der Einkommensentwicklung gut partizipieren, werden zur Tagesordnung übergehen. Und die anderen irgendwo anders sparen. Beim Urlaub, gesunden Essen oder die Autoreparatur muss noch etwas warten. Was hat das alles mit dem Atomausstieg zu tun? Nun, dass der Strompreis explodiert, das wissen wir schon beim Atomausstieg. Dies ist logisch und auch schon alljährliche und tägliche Erfahrung. Unsere Reaktionen? Siehe oben wie beim Sprit. Aber hat der Atomausstieg etwas mit dem Benzin- oder Dieselpreis zu tun? Gut, andersrum mal. Wieso haben wir angesichts Wirtschaftsflaute in aller Welt dann Rekordpreise von Öl und Kraftstoffen? Der asiatische Markt, bekommt man als vagen, undeutlichen Hinweis zur Antwort. Ja, aber die Chinesen haben eine riesige Immobilienblase und Firmenkrachen, weil der europäische und amerikanische Markt in der Krise stecken. Ebenso all die anderen asiatischen Produzenten, die an diesen beiden Märkten hängen. Also müsste doch eigentlich der Ölverbrauch und damit auch der Preis rückläufig sein. Jedoch genau das Gegenteil ist der Fall. Noch dazu zur Winterszeit, wo es überall mal schneit, wo das Baugeschehen naturgemäß eher mau ist. Des Rätsels Lösung? Nun gut, die Medien feierten dieser Tage den Fukushima-Jahrestag. Und dabei wird triumphierend auf die für den Bürger erstaunliche Tatsache hingewiesen, dass nunmehr 52 der 54 japanischen Atomkraftwerke abgeschaltet sind. Wieso? Nun, weil nach normalen Inspektionen keine Regionalbehörde mehr das Wiedereinschalten genehmigt. Die Politiker vor Ort haben Angst. Also wird über kurz oder lang das letzte auch noch abgeschaltet sein. Die Japaner sparen Energie auf Teufel komm raus, liest und hört man. In unbeheizten Räumen zum Beispiel läuft nur noch unterm Tisch eine kleine Elektroheizung zum Füßewärmen. Reklame ausschalten und ähnliches. Na siehste, es geht doch, sagt mancher und werden sich viele denken. So ganz am Rand aber las man eine kleine Notiz, dass Japan erstmals seit Jahrzehnten eine negative Handelsbilanz hat. Einmal durch starke tsunami-bedingte Produktionsausfälle sicher, aber auch durch enormen Import von Rohöl und teurem Flüssiggas für die Wärmekraftwerke. Bingo! Da haben wir offensichtlich des Pudels Kern. Japan saugt den Energiemarkt für Flüssigrohstoffe leer mit entsprechendem Preiseffekt. Und das sagt man ungern laut. Denn der Atomausstieg rettet ja unsere Welt. Aber wir bezahlen alle mit. Nicht nur in Tokio ist der Strompreis im letzten Jahr um 17% gestiegen. Der Spritpreis bei uns wird den gleichen Saldo Mortale vollziehen. Spätestens, wenn die weltweite Konjunktur wieder anzieht. Die Börsenindizes haben ja noch lange nicht den Vorkrisenstand wieder erreicht. Das kann jeder am Wert seiner eigenen Lebensversicherung ablesen. Manche kriegen derzeit weniger raus, als sie in 25 Jahren eingezahlt haben. Können wir also damit rechnen, wenn Konjunktur und Bau wieder brummen und der Kraftstoffbedarf wieder normal hoch ist, dass wir dann in Kürze die 2-Euro-Marke reißen werden für den Liter Super? Es deutet wohl alles darauf hin, beziehungsweise ist es eigentlich zwangsläufig.
Zumindestens, wenn Japan beim Atomausstieg bleibt. Hysterie und Panik sind ganz schlechte Ratgeber. Und noch schlechter ist es, wenn die Folgen verschleiert werden, weil diese die beabsichtigte Entwicklung stören könnten, mit welcher viele ihr Bombengeschäft machen. Nur eins ist sicher. Klima, CO2 und Atomkraftwerk-Hysterie werden uns noch teuer zu stehen kommen.